pro Jahr wird rund 1 Milliarde Tonnen Kohlenstoff durch Photosynthese in Biomasse umgewandelt. Möchte man einen Teil davon als nachwachsende Rohstoffe nutzen, dann macht es einem diese Biomasse sowohl einfach als auch schwer zugleich. Einfach deshalb, weil rund 2/3 dieser Biomasse aus lediglich 2 verschiedenen Molekülen besteht, Zellulose und Lignin. Schwer machen es einem Zellulose und Lignin, weil sie beide chemisch äußerst stabil sind und sich deshalb nicht leicht in etwas anderes umwandeln lassen.